Also wenn ich nämlich hier stehe, habe ich keine Strecke, wo ich genug Anlauf bekomme, um darüber zu springen. Hm. Jetzt bin ich auch überfragt. Also. Ich muss aber da hin. Oder muss ich hier vorne irgendwo hin? Nee. Tja, Das ist doch erstmal echt blöd. Ich habe keine Ahnung, wo ich Anlauf bekommen soll, um da runterzufallen. Vielleicht indem ich hier irgendwo runterspringe. Nein, eher unwahrscheinlich. Das war eine dumme Idee. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Ach komm schon, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, hier an Geschwindigkeit aufzunehmen, oder? Wofür ist denn... Da kann ich sowieso keine Plattform hinsetzen. Ah! Ich glaube, ich weiß wie. Ich bin ja mit dem Aufzug hochgefahren. Ich denke mal, dass der Aufzugsschacht die Lösung ist. Wahrscheinlich muss ich eine Etage runtergehen, den Aufzugsschacht runterfallen. Mein Gott. Oder? Ja. Oh Gott, bin ich begabt. Oh, die sehen sehr effizient aus, diese Computer. Ich glaube, meiner zu Hause ist besser als alle die hier im Spiel als Grafik-Event eingebaut haben. Zusammen. Oh, oh, was passiert hier? Wir haben hier sehr viele zugemauerte Türen. Nein, da soll ich nicht lang. So, was ist meine Aufgabe? Was soll ich tun? G-Flow, okay. Ich kann da oben hin. Ah, und da kann ich auch weitergehen. Okay. Das Gel fließt ja nach oben. Und fließt hier weiter. Es heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so bei Aperture. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Nee. Der Konzern ist ja einfach der Riese. Boah. Okay, fangen wir an. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens also wir sind hier. Du kriegst das Gel. Dem letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagen die im Labor. Hohoho. Also, wir haben eine Portalkanone. Ah, guck mal, so sah die im ersten Durchlauf aus. Ein bisschen größer. Also vor 70 Jahren, 60 Jahren, 1959. Ne, 49. 1949 stand da eben, ne? Ja. So. Genau. Ich habe das Spiel ja schon gespielt, das heißt, diese blaue Paste ist dazu da, um zu springen. Genau. Und um das Springen zu verhindern, drückt man C, genau. Okay. Ich muss da oben drauf. Das heißt, ich muss von weiter oben springen. Beziehungsweise, ach, hier ist ja schon so ein
Alter Knopf. Boah, wie sie knirscht, wenn man den runterdrückt. Wurde schon lange nicht mehr benutzt. Und da fallen Würfel runter. Das heißt, ich muss zuerst hier runterspringen. Den Würfel runterfallen lassen. Das Lustige ist, dass die Mechanismen alle gleich sind, nur jetzt im alten Design. Das finde ich echt cool. Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. So, Möglichkeit weiterzukommen und... ja... Wo ist die nächste Möglichkeit weiterzukommen? Oder bin ich einfach nur blind? Da oben. Gut. Dann machen wir mal weiter. Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Bleimunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt recht. Wie assi. Okay, ich brauche einen Würfel. Den kriege ich da drüben. Ah, natürlich super. Komplett verfehlt. Ja, das war jetzt gar nicht so schwer. Ich nehme den Würfel mal mit hier rüber. Mhm. Ich muss da rüber. Okay. Pala. Dank des Gels. Was bewirkt denn das Ding hier? Werde ich ja gleich sehen. Also das... Die Energieschnur verläuft nach da oben. Okay, ich muss also jetzt... da hinten rausspringen. Das heißt... Jawohl. Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Okay. Das sind alle Antworten aus den 40er Jahren. Wir versuchen es und dann gucken wir, was passiert. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Gern geschehen. Also, ich lasse mich hier gerade vergiften und habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Kann ich da ein Portal... Bestimmt kann ich da hinten ein Portal dran setzen. Oh, jetzt wäre ich fast hier ins Wasser reingefallen. Nee.
Das scheint keine Portalfläche zu sein. Ah, da oben. Okay. Gut, hier kann ich weiter. Und da kann ich rein. Ha, dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinen, ich kann keinen entlassen, nur weil er im Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Rampen sind teuer. Wie freundlich. Okay, ich glaube, das kann ich alles dreckig machen, indem ich, wenn hier Farbe rauskommt. Genau. Die Portale als... als Rampe benutze quasi. So. Wahrscheinlich hier hochspringen, ne? Genau. Und jetzt... lasse ich einfach da Farbe hinklatschen und springe hier runter. Nutze das als Sprungschanze und jawoll. Übrigens fluoreszierendes Kalzium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Kalzium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen, denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Diese Sprüche sind alle immer so hilfreich. Aber immerhin ist er ehrlich, das muss man dazu sagen. Er lässt seine Testperson nicht im Unklaren. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Was muss ich machen? Das sieht nicht nach dem aus, was ich machen muss. Na Mist. Nee, das sieht auch nicht nach dem aus, was ich machen muss. Wo muss ich denn überhaupt hin hier? Ich muss da oben drauf. Allerdings... Jetzt bin ich gerade ein wenig überfordert.